Ja, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den SC Paderborn. Anstoß ist hier am Samstagmittag um 13 Uhr in der Felddienstarena. Auf dem Podium darf ich unseren Cheftrainer Karel Geraerts begrüßen. Und dann starten wir ganz hinten bei dir, Große Schlamann, für Sky. Hallo zusammen. Karel, bevor wir zum Sportlichen kommen, erstmal Aktualität. André Hechelmann ist freigestellt. Wie hast du und wie hat die Mannschaft auf diese Freistellung von André Hechelmann reagiert? Yes, I think I was informed in front by my bosses, let's say. So that was good. Of course, on the other end, it was surprising. Also Matthias informed yesterday the team, the squad, let's say, about the news. So yes. I think when you make a decision or decisions like this in football, it's always hard. But in football also, everything continue. We, myself, the staff and the team, we are preparing the game of Paderborn. So that was all the focus on for us. Vorab von meinen Chefs informiert, das war natürlich gut für ihn, kam es überraschend. Auch Matthias Zimmermann hat gestern vorab das Team informiert. Es ist immer hart, wenn Entscheidungen getroffen werden und auch wenn es hart klingt, muss es weitergehen. Denn seine Aufgabe, die des Staffs und die des Teams, ist es jetzt, das Spiel gegen Paderborn vorzubereiten. Robin Haag für die WAZ. Wie war denn dein Verhältnis zu André Hechelmann? Ich hatte mir das Gefühl, ich habe dich ganz gut verstanden, oder? Yes, but I must say, I am very thankful for André, because together with Peter Knebel, these two are the people who bring me into Schalke. So I will have my respect for them don't change because of the decision for Peter in the last months. So, but like I said, in football, it go very fast. It continue. So yeah. Er sagt, er ist André Hechelmann vor allen Dingen sehr dankbar. Er und Peter Knebel haben nach Schalke geholt und an seinem Respekt für die beiden wird sich nichts ändern, unabhängig von dieser Entscheidung. Betont aber nochmal, dass er weiß, der Fußball ist sehr schnelllebig und dass es jetzt auch weitergehen muss. Andreas Ernst für die WAZ. Vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Wurdest du schon darüber informiert, wer der Nachfolger sein wird? Es ist ja ein Name im Gespräch. Ben Manga, hattest du schon vielleicht sogar Kontakt zu ihm oder ist das nicht dein Thema? In this moment I am not involved in this discussion, so I had a good chat with Mark Wilmots today. We spoke about the future. So I am pretty sure and I'm confident that Mark is leading these discussions together with Matthias into a good direction. Er sagt, er ist in diesem Moment nicht involviert. Er hat heute ein langes Gespräch mit Mark Wilmots generell über die Zukunft und Ausrichtung des Vereins geführt und er hat vollstes Vertrauen in die handelnden Personen, dass sie die richtige Entscheidung treffen. Machen wir hier weiter mit Norbert Neubaum fürs Medienhaus Bauer. Als Sie darüber informiert wurden, dass von der Trennung von André Hechelmann, hat man Ihnen auch eine Begründung mitgeliefert? No, it was especially the discussions between André and the board. What they said, of course, but at the end, the most important what they told me was the end decision, and that was that André will not be in the club anymore. Yeah. Ja, er sagt, das Wichtigste ist, dass ihm die Entscheidung mitgeteilt wurde und alles andere bleibt zwischen den Parteien, die miteinander gesprochen haben. Dirk Große Schlamann, ist die Frage noch aktuell? Dann Dirk Große Schlamann für Sky, einmal hinten bitte. Scheint nicht der Fall zu sein. Ja. Kommen wir zum Sportlichen. Karel, gibt es ein Update beim Personal? Und weitere Frage, gegen Pauli hast du den Gegner überrascht mit deiner Taktik, mit deiner Aufstellung. Das wird so gegen Paderborn wahrscheinlich nicht funktionieren, weil das haben wir jetzt gesehen. Was ist denn die Idee für Paderborn? Ja, I think first of all, first answer, the squad is more or less completely fit. We had last 3 days, Dominik Drexel was sick for 3 days, so still today, so yeah, it's not so good. For the rest, Hassan make 45 minutes last Sunday with the second team where he go well, it was good. Leo Greimel is at the end. I think this week is the last week where we need to be careful with him. I hope from next week he can go full in. So this means that we have
a good squad available. Second part of the question, I think last week was a good game against St. Pauli. Like every game, we as staff, we try to prepare a game plan, and we will have something again ready for Saturday against Paderborn, because it's a good team, it's a compact team. They are playing for the first positions. They are not so far from the third position, so it's a good collective block with some good players, and it will be a big job again for us Saturday. So please, let's stay all calm, 2 feet on the ground. We had a very nice win against St. Pauli. It was a good way, but we need to bring or to repeat the same belief, the same, especially this conviction that we must bring. About tactics is something else, but the conviction must be the same. Ja, einmal zum Personal. Er sagt, das Team ist relativ vollständig. Einzig hat Domme Drexler die letzten 3 Tage krankheitsbedingt gefehlt. Angesprochen auf Assan sagt, er hat 45 Minuten bei der U23 gespielt und auch bei Leo Greimel hofft er, dass er nächste Woche wieder voll einsteigen kann. Und zum Spiel sagt er, ihm hat das Spiel gegen Pauli sehr gut gefallen. Bei jedem Spiel bereiten er und seinem Team natürlich einen Matchplan vor. Auch gegen Paderborn werden sie das tun. Sie haben viele Spieler, die kompakt stehen und vor allen Dingen spielt das Team um die oberen Plätze mit. Deshalb ist es wieder eine sehr große Aufgabe. Wir müssen mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben und vor allen Dingen ruhig bleiben. Und dann müssen wir unsere Leistung und Überzeugung am Samstag wieder auf den Platz bringen. Norbert Neubaum fürs Medienhaus Bauer. Nachfrage zu Assan Ouedraogo. Kann man sagen, ob er zum Kader gehören wird oder nicht? I was really pleased with his performance last week on training. It was good for him also that he made minutes with the second team. And last week in training, he also showed again that he is back. That's for me the most important. So I will see tomorrow in the last training, of course, how we go through it. But he has an option to be in the squad. Yeah. Ja, Assan hat dem Trainer zuletzt im Training sehr gut gefallen. Er ist froh, dass er wieder zurück ist. Wird natürlich morgen das letzte Training noch abwarten, wie er das verpackt. Aber stand jetzt definitiv eine Option. Robin Haag für die WAZ. Timo Baumgartl stand am vergangenen Wochenende nicht im Kader. Kannst du vielleicht mal erklären, warum und wie gibt er sich so? Yes, I think because I need to make again, I need to make choices. I have a lot of players and that's good. I had already with Marcin Kaminski one defender on the bench, so it was my option to take only one central defender on the bench. And then you need to make a choice, and the choice was in this case that Timo was not in the squad. Er sagt, muss insgesamt sehr, sehr viele Entscheidungen treffen. Er hatte mit Marcin schon einen Innenverteidiger auf der Bank und es war klar, dass nur ein Innenverteidiger mitkommen würde. Deshalb hat er sich so entschieden. Robin Haag nochmal für die WAZ. Bei vielen Fans wird Timo so ein bisschen als Sündenbock gesehen, habe ich das Gefühl. In Social Media bekommt er viele fiese Kommentare. Selbst unter seinem Geburtstagspost hatte ich gesehen, haben viele Fans gesagt, er soll doch bitte gehen. Ist das Thema? Sprichst du mit ihm über sowas, über seine Wahrnehmung? Das beschäftigt ihn ja sicher. To be honest, I'm not so looking in the social media, because there are a lot of things, good, bad, you find every day. What you want to find, you will find. But of course, I speak with Timo last week about my decision, why. I listened to his reaction. So we had good conversations last week. I think it's important. Ja, er sagt, dass er selbst nicht so viel bei Social Media unterwegs ist, hat aber natürlich mit Timo in der vergangenen Woche auch über seine Entscheidung gesprochen, hat auch auf seine Reaktion geschaut und insgesamt ist es ein guter Austausch zwischen den beiden gewesen. Die große Schlamann für Sky. Karel, du hast jetzt gerade schon gesagt, alle mal die Füße stillhalten. Wie gefährlich ist diese Situation, dass nach diesem tollen Spiel gegen St. Pauli alle vielleicht so ein bisschen die Vergangenheit vergessen? It's always a risk. It's my job to manage these expectations now in this moment. I saw last week on training a group with a lot of hunger. A group also, they were together. It was nice to see. I had a good feeling. I missed this feeling sometimes in the last weeks. To be honest, this feeling before games, which was not correct. And to be honest, I had the feeling this week was good. So it was not like it was relaxed, but it was good quality. It was intense. The team was together. Of course, they don't give us any guarantee for the game of Saturday, but my feeling is good.
I like what I feel, I like what I see. Of course, without any guarantee, but it's good. Er sagt, es ist auch sein Job, nun die Erwartungshaltung zu managen. Was ihm positiv aufgefallen ist, die Gruppe war die ganze Woche zusammen, hat ihm ein gutes Gefühl gegeben. Vorher hat er dieses Gefühl ab und zu vermisst. Diese Woche war auf dem Trainingsplatz auch sehr intensiv, die Qualität war sehr hoch. Das ist natürlich keine Garantie für das nächste Spiel, aber insgesamt stimmt es ihm positiv, dass er insgesamt ein gutes Gefühl hat. Andreas Ernst für die WAZ. Nach dem St. Pauli-Spiel haben wir sehr viel über Ron Schallenberg gesprochen und es wurde immer wieder gesagt, das war eine Lösung für dieses St. Pauli-Spiel. Heißt das, dass er in deinem Matchplan jetzt wieder fürs Mittelfeld vorgesehen ist? That's the advantage I have with Ron. He can do both. So I can be flexible with him. He can play in midfield, he can play in the back. You can give him different tasks also. So yeah, for me it's good to have a polyvalent player like Ron. Er sagt, der Vorteil ist es, dass Ron beides spielen kann. Er kann sowohl im Mittelfeld als auch in der Verteidigung eingesetzt werden und das eröffnet ihm natürlich viele Möglichkeiten. Robin Haag für die WAZ. Ron Schallenberg kennt den SC Paderborn sehr gut, hat lange da gespielt. Hast du mit ihm darüber gesprochen? Kann er dir vielleicht Tipps geben, wie man Paderborn am besten spielt? Yeah, I spoke today with him. I asked him a little bit, do you know something about Paderborn, what can be interesting? And he said, coach, to be honest, I don't know. What they will do. So he didn't give me some good information. Er sagt, sie haben erst heute gesprochen und Karel hat natürlich interessiert, ob Ron den einen oder anderen Fakt nennen kann, aber auch Ron weiß natürlich noch nicht, wie Paderborn spielen wird. Deshalb. Gibt es weitere Fragen eurerseits? Alle schreiben noch fleißig, aber es geht keine Hand mehr hoch. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Danken euch fürs Kommen, wünschen euch einen schönen Nachmittag und freuen uns auf die Partie hier in der Felddienstarena. Dankeschön. Danke.